Ich will mal zuerst vorerst eine Frage stellen. Wie viele von euch kennen Frida? Okay, schon einige. Und wie viele von euch arbeiten mit JavaScript? Okay, gut. Dann wird es wahrscheinlich einige von denen, die nicht Frida kennen, auch interessieren. Gut, dann fange ich jetzt mal an mit meinem Vortrag. Danke, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Und ja, in dem Vortrag geht es mir hauptsächlich darum, einfach euch mal das Framework an die Hand zu geben und euch auch ein bisschen dazu zu motivieren, euch das anzuschauen und auch selbst mal zu nutzen, weil mit dem Framework Frida zu arbeiten, das macht einfach irre Spaß, also mir zumindest, deswegen, ja, also, dass ihr da einen groben Plan habt. Gut, für die unter euch, die jetzt nur grob die Infos brauchen, um eben ihre eigenen Gedanken dazu zu machen, was ist Frida genau? Es sieht folgendermaßen aus, wir haben dieses Framework namens Frida und wir haben jetzt diverse Prozesse unter iOS, Linux, Windows, irgendein beliebiger Prozess und Frida macht folgendes, es nimmt den V8-Interpreter von Google, also der eben JavaScript interpretieren kann. Es gibt auch eine andere Version oder eine andere Art, wie man JavaScript ausführt, und zwar mit diesen Ducktapes, aber das ist jetzt nebensächlich, das geht zu sehr ins Detail. Also ihr könnt euch so vorstellen, Frida macht folgendes, es injiziert in einem Prozess diesen V8-Interpreter und bietet euch dann eben die Möglichkeit, über dieses Framework Frida JavaScript-Code in den Prozess zu laden. Und ihr könnt in dem JavaScript-Code eigentlich alles, was mit JavaScript möglich ist, könnt ihr in dem Prozess ausführen. Und ihr habt eben eine Schnittstelle von Frida, also eine API, womit ihr Speicher auslesen könnt, Funktionen hooken könnt. Also ihr könnt halt ziemlich viel mit dem Prozess anstellen und habt eben von außen immer eine Verbindung zu dem Prozess und könnt eben, ja, sehr vieles dann darüber machen. Jetzt nochmal in grob, zum einen, was ist Frida? Natürlich geil, also meiner Meinung nach. Ich hoffe auch, dass ihr eben auch der Meinung seid später, wenn ihr euch das mal angeschaut habt. Ihr könnt es euch vorstellen wie GreaseMonkey für native Prozesse. Also wer von euch mal mit GreaseMonkey gearbeitet hat, das ist halt schon cool. Ihr könnt einfach JavaScript-Code schreiben und der wird halt einfach in der Seite ausgeführt und ihr habt einfach die Macht über diese Seite oder die Macht über diesen Prozess eben in unserem Fall. Es ist natürlich ein JavaScript-Framework, hauptsächlich eben dafür gedacht, dass man eben JavaScript-Code schreibt im Endeffekt. Es ist ein Debug- oder Hack-Werkzeug, also ihr könnt damit auch prima debuggen, wenn irgendeine Funktion Mist baut, könnt ihr einfach die Funktion eben mit Frida hooken und euch anschauen, was für Parameter da mitgegeben werden oder sonstiges. Es ist Open Source, was natürlich super ist, wenn ihr irgendwas entdeckt, was euch jetzt stört an Frida, könnt ihr einfach euren Code eben pushen oder vorschlagen. Was kann es? Es kann Cross-Plattformen, wie ich eben erwähnt habe, also ihr könnt eigentlich unter den gängigsten Betriebssystemen Frida nutzen, zum Beispiel eben auch Android oder iOS oder Mac. Ihr könnt Funktionen hooken, beliebige, also eigentlich können so gut wie alle Funktionen hooken. Speichermanipulation, ihr könnt beliebig Bytes verändern, von auch geladenen Libraries. Ihr könnt über, also die API bietet euch auch Socket, RPC oder IO-Stream Schnittstellen. Das heißt, ihr könnt auch im Endeffekt von irgendeinem anderen Prozess aus oder von einem eigenen Programm dann auch über Sockets mit dem Skript, was im Prozess liegt, kommunizieren und diverse Sachen machen. Ihr habt eine SQL-Lite-Schnittstelle, ihr könnt auch irgendwas dumpen in eine Datenbank zum Beispiel. Ihr könnt ASM oder MIPS-Instruktionen lesen, wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Gameboy vielleicht auch hacken wollt oder sonst was. Also ihr seid dann nicht nur auf Assembler beschränkt. Und ihr habt eine Java-Schnittstelle, das heißt, ihr könnt theoretisch eben auch jetzt mit Frida Android-Apps hacken und dann eben, da habt ihr auch Zugriff auf alle Java-Klassen und könnt eben, ja, Java eben aus JavaScript heraus nutzen. Es klingt vielleicht ein bisschen abgefahrener, es ist aber, wenn ich es mal anschaue, das ist schon ziemlich easy zu nutzen. Und vieles, vieles mehr. Also ihr könnt euch da mal die Frida-Seite anschauen, frida.re, und da findet ihr eben raus, was man alles damit machen kann. Was kann es jetzt nicht von Haus aus, habe ich extra in Klammern geschrieben, weil man theoretisch ja alles auch selber implementieren kann, weil man hat ja eigentlich die komplette Macht über den Prozess. Unerkannt sein. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel cheaten wollt und es gibt ein Anti-Cheat-System, dann werdet ihr eben nicht einfach mal so unerkannt sein. Also da müsstet ihr dann viel Eigenarbeit reinstecken. Hardware-Breakpoints habe ich jetzt so nicht gefunden, dass ihr jetzt an irgendeine Speicheradresse jetzt einen Hardware-Breakpoint setzen könnt. Software-Breakpoints habe ich gesehen, gehen ohne Probleme. Bei Hardware-Breakpoints habe ich jetzt nichts gefunden. ES6-Code, also der neue JavaScript-Standard, sage ich mal, oder der neuere, wird nicht unterstützt. Das heißt, ihr müsstet eben erstmal runtertranspilen auf ES5, was eigentlich auch easy geht, also mit Babel zum Beispiel.
ein Modul.require geht auch von Haus aus nicht. Ich sage bewusst von Haus aus, weil man es ja mit Babel alles realisieren kann oder mit Browserify, falls ihr das kennt. Also das heißt, ihr könnt jetzt nicht aus eurem geladenen Skript noch andere inkludieren. Das heißt, ihr müsst eigentlich, bevor ihr euer Skript reinladet, alles zusammenpacken in eine JavaScript-File, bevor ihr sie eben reinladet. Auf Prozesse-Apps warten kann das Framework von Haus aus auch nicht. Das heißt, ihr könnt nicht sagen, hey, wart auf den und den Prozess und dann lad das Skript, sondern müsst ihr was Eigenes schreiben, wo ihr dann einfach auf den Prozess wartet. Aber das ist ja ohne Probleme möglich. Jetzt zeige ich euch mal ein Beispiel kurz. Ich hoffe, ihr könnt das von hinten auch gut erkennen. Das hier ist jetzt der sogenannte Interceptor. Das ist eben einer von diesen API-Schnittstellen, die ihr bei Frida habt. Was ihr damit machen könnt, ist, ihr gebt bei, zum Beispiel, wenn ihr jetzt interceptor.attach aufruft, könnt ihr euch an eine Funktion hängen. Die Adresse seht ihr jetzt zum Beispiel hier eben 004f, irgendeine Adresse, die ihr jetzt habt. Und dann habt ihr als zweiten Parameter jetzt ein Objekt. Und in dem Objekt habt ihr eine onEnter und eine onLeave-Funktion. Die onEnter-Funktion, die wird aufgerufen, wenn jetzt die Funktion, die ihr eben interceptet, aufgerufen wird. Dann könnt ihr die Argumente auslesen, verändern. Ihr könnt sogar, wie ihr hier sehen könnt, die Register auslesen, also EAX, EBX und so weiter. Und ihr habt quasi komplette Kontrolle über den aktuellen Stand eben des Prozesses, also beim Aufruf dieser Funktion. Bei onLeave habt ihr die Möglichkeit, euch den Rückgabewert anzuschauen. Und den könnt ihr eigentlich auch verändern, wenn ihr jetzt eben über den Kontext auch wieder die Register verändert, dann könnt ihr auch den Rückgabewert eben verändern. Und ja, also in dem Beispiel habe ich jetzt einfach eine Score-Funktion quasi interceptet und verändere dann, beziehungsweise lasst mir eben anschauen, was die Intercept-Funktion zurückgeben würde. Ja, und am Anfang, wie ihr sehen könnt, setze ich einfach das Argument auf 1337. Also ist eigentlich ganz simpel, wie ihr sehen könnt. Dann gibt es auch Native Functions. Stellt euch jetzt mal vor, ihr habt eine C++-Funktion, getModuleBaseName zum Beispiel, eine WinAPI-Funktion. Über die Native Functions könnt ihr jetzt diese Funktion darstellen als JavaScript-Funktion. Also ihr könnt die einfach eben dann aus JavaScript nutzen. In dem Fall habe ich jetzt zum Beispiel die getModuleBaseName-Funktion genommen. Und wir haben jetzt die Native Function, also Native Function ist eben eine Klasse und wir initialisieren sie. Als ersten Parameter übergeben wir die Adresse. In unserem Fall nutzen wir eben jetzt auch wieder eine Frida-Funktion, nämlich Define Export by Name. Da können wir dann eben über diese Schnittstelle beliebige Funktionen in irgendeinem Modul oder irgendeinem Prozess, aus irgendeinem Modul finden. Also jedes Modul exportiert ja bestimmte Funktionen und wir können dann darüber uns einfach jetzt Funktionen holen. Als nächsten Parameter übergeben wir den Rückgabewert. Wenn das jetzt ein Boolean ist oder ein Float oder sonst was, müssen wir das hier angeben. Dann als nächsten Parameter übergeben wir ein Array von Typen, die eben für die Argumente stehen. Also unsere Funktion wird ja mit bestimmten Argumenten gestartet und wir geben eben jeden Typ an. Und als letzten Parameter, der ist optional, könnt ihr auch die Calling Convention angeben. Also wenn ihr jetzt eine spezielle Funktion habt, die this call anstatt std call macht oder sonst was, könnt ihr das eben auch verändern. Also ansonsten versucht Frida da selbst rauszufinden, was jetzt die Calling Convention ist mit gängigen Methoden. Und dann, wir haben sie oben definiert, die Funktion getModuleBaseName, und unten können wir sie dann eben ganz normal aus JavaScript raus aufrufen und Frida macht einfach den Rest für uns. Jetzt die Java-Schnittstelle, wie eben angesprochen, in unserem Fall, tun wir jetzt eine Java-Funktion, auch intercepten, so kann man es nennen. Das ist jetzt die onResume-Funktion von Activity. Dann nehmen wir halt irgendeine Klasse aus jetzt der geladenen App, also in der wir gerade drin sind, nehmen wir irgendeine Klasse und ändern einfach mal die Implementation von onResume und machen da eben einen Send und können eben eigene Sachen machen. Und am Ende rufen wir die originale onResume-Funktion auf, die uns dann eben zur Verfügung steht. Und da können wir dann auch im Java-Kontext alles Mögliche eigentlich anstellen. Wir können damit auch prima Android-Spiele hacken. Jetzt habe ich ein paar kleine Demos vorbereitet, zwei Stück. Ich hoffe, man sieht das. Ja. Zum einen, um zu zeigen, wie weit man eigentlich auch gehen kann, habe ich jetzt ein D3D, also DirectX Beispiel geschrieben. Das hier ist jetzt einfach so eine Beispiel-DirectX-App, die hat eigentlich nichts weiter in sich, aber was wir jetzt machen, ich habe mir jetzt hier ein kleines Skript geschrieben. Ich fliege mal kurz über den Code, dass ihr das auch sehen könnt. Mein Laptop ist ein bisschen lahm, sorry. Okay, also der
Code umfasst alles in allem jetzt 105 Zeilen. Da drin inbegriffen ist eben auch dieser eigentliche Code, der den JavaScript-Code reinlädt in den Prozess. Mach's mal ein bisschen größer, ist ein bisschen doof zu sehen gerade. Was wir jetzt haben, ist, wir haben oben einen Block, den wir definieren, also in Script habe ich es einfach genannt, und da liegt dann der JavaScript-Code, der injected ist. Und da mache ich jetzt so Sachen wie, find mir die V-Table von DirectX und ja, also wenn jemand Interesse an dem Code hat, kann ich euch auch nach dem Vortrag ja auch gerne den Code geben. Und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn wir das Skript ausführen. So, jetzt tue ich mal den Prozess hier ein bisschen. Haben wir da so ein bisschen Logging eingebaut. Ja, und dann haben wir einfach ein Fenster sozusagen, also das wird ja alles mit über Enzyme quasi jetzt gezeichnet. Und das ist halt alles im Prinzip JavaScript, was halt schon cool ist. Und ihr habt da jetzt auch keine großartigen Frame-Drops oder sowas, weil Frida ist halt echt gut optimiert. Und ihr könnt darüber halt echt eine Menge machen. Das da ist jetzt eigentlich nur ein kleines Beispiel. Eigentlich wollte ich eine Uhr machen, aber ich hatte Probleme mit dem Erstellen von Lines und so. Ja, sorry, aber ich hoffe, das reicht auch zur Veranschaulichung. Dann habe ich noch ein anderes Beispiel, ist ziemlich blöd, aber ja, und zwar habe ich es genannt Space Cadet Fuckery, ist jetzt einfach ein dummer Name, aber was das macht, ist, es hookt eben diese Funktion, die für das Setzen der Punkte ist oder zum Adden der Punkte. Jetzt sehen wir schon Intercepting Add Score Method, das ist dann eben die Methode, die unseren Score hochzählt, und jetzt gucken wir mal an, was passiert, wenn ich hoffe, man kann es erkennen, wenn ich jetzt Punkte mache, achtet mal auf den Score, und links könnt ihr dann in der Ausgabe sehen, was eigentlich zur Funktion gesendet wurde, zum Beispiel 500, 750, und ich ändere das halt einfach zu irgendeinem zufälligen Wert, der 4 Byte eben ausfüllt. Und ab und zu zählt er halt hoch, ab und zu runter, und deswegen sieht man manchmal den Score auch gar nicht, falls ihr euch fragt, warum man es manchmal sieht und manchmal nicht. Das ist einfach zufällig eine riesenhohe Zahl. Ja, und man kann halt, wie gesagt, mit Frida so gut wie alles machen, weil ihr halt einfach die komplette Macht über den Prozess habt. Crash-Bonus minus irgendwas. Naja. So, dann will ich noch, ups, das wollte ich nicht. So, dann kann ich noch als Schlusswort zu der kleinen Präsentation sagen, was geht und was geht nicht. Was geht, ihr könnt sämtlichen Traffic von einem Prozess eben auslesen und ändern. Dazu zählt auch HTTPS, also ihr könntet ohne irgendwelche eigenen Zertifikate, genau, ohne eigene Zertifikate da Bullshit anstellen. Ihr könnt Passwörter auslesen, zum Beispiel jetzt aus irgendeinem Passwort-Store oder sowas. Ihr könnt Cheat schreiben, Aimbots, ESP, Triggerbot, alles ist eigentlich möglich. Ihr könnt Android-Games hacken, also ihr könnt euch einfach über den Debug-Modus an euer Handy hängen und könnt dann eben alle Apps, die gerade laufen, einsehen, könnt euch reinladen. Ja, ihr könnt Android-Games hacken, wie erwähnt. Ihr könnt theoretisch auch Würmer schreiben, die sich jetzt unter den Prozessen irgendwie selbst organisieren. Twitch Plays, das habe ich noch als Beispiel genommen. Also ihr könnt euch einfach in irgendein Spiel hängen und dann eine Verbindung zu Twitch-Chat-API oder sowas machen und da eben Zeugs mit anmachen. Ihr könnt, was mir auch als Idee noch kam, modulare Hacks schreiben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Frida grob so ein Framework aufbaut fürs Hacken von Spielen und dann einfach serverseitig irgendwie die Module ladet zum Cheaten, sowas wäre eben auch möglich. Was wäre nicht möglich? Einfache Strukturen erstellen, also wenn ihr jetzt von irgendeiner DirectX-Klasse oder sowas eine Struktur habt, dann werdet ihr die mühselig zusammenstückeln müssen. Das ist vielleicht ein bisschen unpraktisch, meiner Meinung nach. Persistenz, also wenn ihr jetzt irgendwelche Änderungen am Prozess macht, klar, es ist nicht persistent. Das nächste Mal, wenn ihr den Prozess ohne Frida startet, hat er natürlich den alten Stand und Frida hat von Haus aus auch keine PE-Dumps. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht einen Prozess starten und dann dumpen oder sowas. Aber über Umwege werdet ihr es halt dann selbst machen können, weil ja, ihr halt wie gesagt die komplette Macht über den Prozess habt. Ja, zum Schluss will ich euch halt noch die Seite von Frida ans Herz legen. Die haben echt eine gute Doku und ja, dann hoffe ich mal, das hat euch als groben Überblick gereicht, und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die jetzt gern stellen. Ja? Du hast gesagt, dass du aus dieser technischen Flipbook-Klasse gezeigt hast, wo du halt die Variante unterliefst. Kann man bei Variante auch
Ja, du kannst die Rücksprungadresse zum Beispiel kannst du ändern, aber das ist eine interessante Frage. Also den Fall hatte ich jetzt noch nicht. Was du aber auf jeden Fall machen kannst, ist in OnLeave kannst du verhindern, dass die Funktion eben jetzt auf normale Art und Weise verlässt. Aber ob du das im OnEnter machen kannst, müsste man testen. Also das weiß ich leider nicht, aber das ist eine gute Frage. Ja, können und kann ich auch den, das JavaScript von mir beispielen, dass ich halt irgendwie das Spiel bei Tag, dann würde ich mein E-Word anpassen und dann wenn ich das halt kaufe, dann wie meine Daten? Ja, du kannst halt dir zum Beispiel jetzt Code schreiben, der zum Beispiel irgendwelche Sockets öffnet und dann von außerhalb über den Socket bestimmte Werte ändern. Ansonsten, was ich halt auch cool finde an Frida, du kannst einfach Frida schließen. Er entlädt auch sauber die ganzen Hooks, was ich ziemlich geil finde. Also es funktioniert echt flüssig und dann Änderungen am Code machen, dann nochmal injecten. Das geht also zur Laufzeit echt prima. Also das ist auch was, was ich ziemlich gut finde. Also, ja. Keine Fragen mehr? Noch habt ihr Zeit? Na gut, dann bedanke ich mich vielmals und ja, viel Spaß noch auf der GPN.